Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video, heute mit Bones MC und Raf Camora mit einer Idee. Natürlich ein Song von Palm aus Plastik 3 und somit auch, glaube ich, nicht nur glaube ich, sondern das letzte Video von den beiden, bevor die Album-Reaction kommt. Also in den nächsten Tagen wird auf jeden Fall die Album-Reaction starten. Falls ich zu der Zeit gar keinen Album-Reaction habe, ich weiß es gar nicht, gerade bin ich ehrlich. Aber wir werden sehen. Und auf jeden Fall wird sie kommen. So, so viel de zu dem Thema. Wir gehen aber jetzt rein in eine Idee. Let's fucking go. Aber man muss halt wirklich sagen, die haben viele, viele Ideen von anderen Künstlern wieder verwertet, sag ich jetzt einfach mal, ne? Deutscher Player, ich bin Basketballer. Während du die Kokain durch deine Nase ballerst, bin ich ein Amerikaner, weil ich sei mit Baller. So, das finde ich halt so immer das Schlimme, ne? Du weißt halt, wie der Song weitergeht, wie er funktioniert, und du weißt eigentlich schon, wie der Song sich anhören wird. Und es ist einfach ein guter Song, ich weiß gar nicht, wie der jetzt gerade heißt, der Originalsong. Aber er hört sich halt einfach geil an. Das ist halt ein Club-Ding, ne? Also das Ding kannst du dir. Oder so ein Party-Ding kannst du dir überall geben. Ihre Titten, ihre Nase, alles war mal anders. Digga, sag mir bitte, wer schimpft hier im Pool? So cool, so viel Essen auf dem Tisch, noch ein Stuhl dazu. Hat ein netter Team, Straßenbahn, ein Fuß-Tattoo. Und der steht dir voll gut. Ich sehe an, sie braucht bisschen Liebe. Deine Frauen haben Gefühle, gleich dir Haus und dein Auto. Komm mir auf, wenn ich lüge. Fleisch auf dem Teller, Leiche im Keller. Du weißt, ich bin der Penner, wenn ich schreibe, keine Jenner. Heute ist ein guter Tag, ich hab eine Idee. Und ein Schra Aber die ändern da aber auch nicht viel dran, ne? Also klar, manchmal wird einfach das Instrument ein bisschen umgeändert oder so, aber hier auch wieder. Und du hast da nicht irgendwie. Das ist was ganz anderes ist. Es ist einfach gefühlt komplett der gleiche Song. Unfassbar. Aber also, trotzdem hört sich einfach gut an. Schlüssel zu meinem Herz, geh mir nicht bei dem von meiner Rest. Schick deiner Frau ne SMS, because wir brauchen sie für Sex. Zwei Shots, Mezcal aus der Minibar. Nike Shorts, sie hat nicht mal ein Bikini an. Sieh sie an, ihr Shape, alles ideal. Doppel C, ich seh's von den Ideal. Ja, ich komme da nicht drauf klar, ne? Du hast da einen Bones MC und einen Raf Camora, die beide, ja, einzigartige Stimmen haben. Aber auf dem Song hören die sich genauso an wie in dem Original. Das ist so crazy, was das Original bei mir für einen Brandfleck im Kopf drin hinterlassen hat. Halleluja. Laufe durch die City, bin der Teflon-Mann. Egal wohin ich komm, schreib direkt mein Song. Trainiere, bin strong, du rauchst immer noch Bon. Wie in 5 4 ist wo I'm from. Heute ist ein guter Tag, ich hab eine Idee. Und ein Schrank voll Karneval. Mache mich auf den Weg, in mein Ziel ist Coupé. Und paar Schlappen da wieder. Die eine ist blond und die andere brünett. Ohne rote Becher, Pappteller, ob ich stecke. VIP-3, brauchen kein Comeback. Was soll ich da? Also, Real Talk, was soll man dazu großartig sagen? Es ist ein Song, den man schon kennt, den man früher schon sehr viel gehört hat. Oder den ich früher schon sehr viel gehört habe. Dadurch hast du nur auswendig kennen, gerade vom Klang her. Es hört sich genau gleich an.
Wodurch ich halt wirklich sagen muss, finde ich halt lustig irgendwo. Lustig so, dass die das machen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, what the fuck? Also sind wir ganz ehrlich, wir haben da zwei der größten Rapper Deutschlands in den letzten Jahren. Und die auch das Potenzial haben und das Mindset und das Können und was auch immer alles, um richtig geile Songs zu machen. Und nimm einfach dann einen Song, den es schon gibt, nimm den gefühlt neu auf, bloß auf Deutsch, jetzt ganz dumm gesagt, und veröffentlich den dann. Weiß ich jetzt nicht. Also ich muss ehrlich sagen, da bin ich doch schon enttäuscht. Also real talk, weil es ist nichts irgendwie, ich will ja nicht, dass die das Rad neu erfinden oder so. Ich meine, ich hatte da auch eine Konversation mit einem von euch da draußen, der genau das gleich sieht, dass man das gerne machen kann, aber hier zum Beispiel ist es ja richtig extrem so. Es ist genau 1:1 der gleiche Song. Vielleicht sogar ein paar Instrumente mehr, vielleicht ein bisschen die Stimmen anders halt, weil es halt Ruff und Bones sind, aber es ist halt nichts irgendwie was Neues, was Geiles. Das finde ich halt verdammt schade, wenn man weiß, was da für Menschen hinter sitzen. Und ja, muss ich halt ehrlich sagen, ist für mich ein nichts. Also wirklich ist für mich ein L, Loose, ist, ja. Finde ich halt schade, dass man das so macht. Dass die beiden das so machen. Und habe mich eigentlich auch mehr gefreut, weil man ja sowas von den beiden einfach erwarten kann. Was geil gemacht ist, ist halt wirklich das Video. So, es ist halt nicht viel, aber so, dass sich das Emblem in der Mitte dreht. Also die Boxen ein bisschen den Bass wiedergeben und so. Ist halt alles ganz geil gemacht. Aber am Ende des Tages, wenn es wirklich um den Song geht, ist es jetzt nichts Außergewöhnliches, nichts Neues, gar nichts. Es ist eher einfach eine Wiedergabe. Und das finde ich verdammt schade. Muss ich halt ehrlich sein. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich trotzdem auf Palm aus Plastik 3. Die Album Reaction wird kommen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Tag. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.